Es war schon ein großer Tag für mich. Zum ersten Mal bei einer Hinrichtung dabei sein dürfen. Naja, den Galgen haben wir in 2,5 Stunden aufgestellt gehabt, das war überhaupt kein Problem. Und für die Übernachtung hat man uns Zellen im Wiener Landesgericht zur Verfügung gestellt. Nur haben sie uns als Gäste natürlich Decken und Bölster dazugegeben. Nächsten Morgen haben wir noch ein kleines Frühstück zu uns genommen und schlag 6:30 sind wir rein in die Zellen von dem Schneider. Jetzt ist der Scharfrichter Selinger schnell hinter den Schneider getreten und hat ihm mit einer Schnur die Hände hinterm Rücken zusammengebunden und oben um die Arme hat ihn einen Gurt gespannt. Ja, das war vielleicht nicht irgendeine Grausamkeit, sondern nur, dass der Schneider nicht im letzten Augenblick noch renitent wird. Es soll einmal vorgekommen sein, dass ein Mörder dem Selinger unterm Galgen noch eine Monstrumwatschen runterkaut hat. Dann ist er vor im Hof. Jetzt haben wir den Schneider unter dem Galgen hingestellt. Der Herr Landesgerichtspräsident hat ganz schnell das Urteil runtergelesen und zum Schluss ausgerufen, Scharfrichter, walten Sie Ihres Amtes! Das war der Moment, auf den uns der Selinger ganz besonders vorbereitet gehabt hat. Zu zweit haben wir den Schneider jetzt in die Höhe kommen und im nächsten Augenblick hat ihm der Selinger schon den Strick um den Hals gekappt, das obere Ende am Pflock eingehängt und uns zugenickt. Alle haben gewusst, was das bedeutet. Ich habe mir noch gedacht, er soll es leicht haben, der Schneider. Dann habe ich mir recht schwer gemacht und mit meinem ganzen Gewicht an seinem rechten Fuß angezogen. Da habe ich kurz ausgelassen. Hat er noch gezappelt, habe ich gleich noch einmal angezogen. Der Schneider, der hat so laut geröchelt. Das war ein grausliches Geräusch. Ich war das halt noch nicht gewohnt, nicht? Endlich war Ruhe. Und ich habe gehört, wie der Selinger ausgerufen hat, das Urteil ist vollstreckt. Der Protokollführer hat auf die Uhr geschaut und nachdem ihm der Gerichtsarzt zugenickt hat, hat er gesagt, tot eingetreten, nach 1 Minute und 15 Sekunden. Ich habe noch meine Unterschrift unter das Hinrichtungsprotokoll setzen müssen. Und dabei ist es mir bewusst geworden. Es muss einfach Menschen geben, die im Dienste des Staates, im Dienste der Gemeinschaft stehen und diese schwierige Arbeit verrichten. Natürlich ist es schön, sein eigener Herr zu sein, in seinem eigenen Café zu sitzen, aber im Nutzen der Allgemeinheit, im Nutzen des Staates zu wirken, gleichsam als verlängerter Arm der höchsten Staatsgewalt, das ist was. Ich muss also zugeben, dass ich auch ein bisschen stolz auf mich war, weil ich gesehen habe, dass ich das kann, dass mich das nicht umhaut. Und dass ich dem Scharfrichter Selinger beweisen habe können, dass er in mir den richtigen Mann gefunden hat. Ja, der hat das natürlich auch gemerkt. Für sowas hat er ja ein feines Gespür gehabt. Er hätte mich sicher noch öfter mitgenommen, aber es hat einfach die Gelegenheit gefehlt. Einmal war ich noch mit ihm, das war im 1900er Jahr. Da haben wir den Ferdinand Dolleschall justifiziert. Der Selinger selber war damals schon ein bisschen kränklich. Was kein Wunder ist, er hat halt sehr unter den vielen Begnadigungen gelitten.